Beck-Leixnering forscht an der Technischen Universität Darmstadt zu elektromagnetischen Feldern. Seit kurzem arbeitet sie auch für die Robert Bosch GmbH. Ihr Schwerpunkt liegt in der präzisen, dennoch reduzierten, mathematischen Beschreibung und der Simulation elektromagnetischen Verhaltens. Genau an der Schnittstelle zwischen theoretischer Betrachtung und praktischer Anwendung. Yvonne Speck-Leixnering entwickelt Modelle von alltäglichen Geräten und Anwendungen wie E-Bikes oder Energieübertragungssystemen. Diese Modelle erfassen die komplexe Natur der elektromagnetischen Felder, um sie am Computer zu simulieren. Mit ihrer Forschung kann die Energiewende technisch besser umgesetzt werden. Sie untersucht den notwendigen Wandel der entsprechenden Technologie und Infrastruktur. Das Blickfeld ist umfassend bis ins gewichtige Detail. Die von ihr entwickelten Simulationsverfahren ermöglichen virtuelle Experimente und die Optimierung zukünftiger Produkte. Gefahrlos, rückwirkungsfrei und kostengünstig. Yvonne Speck-Leixnering lernt fast täglich Neues. Durch enge Teamarbeit erlangt sie ein tieferes Verständnis für die komplexen elektromagnetischen Zusammenhänge. Besonders erfüllend ist die unmittelbare Nähe zu den Anwendungen, wenn sie sieht, wie ihre Simulationen Produkte konkret verbessern.